Führung durch Präsenz. Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen und ich stelle Ihnen in diesem heutigen Kurzvideo vor, wie Sie das Potenzial einer kontinuierlichen Mitarbeiternähe nutzen. Ein regelmäßiger Kontakt zwischen Vorgesetztem und Mitarbeitenden sollte in der heutigen Berufswelt etabliert und selbstverständlich sein. Doch Arbeitsüberlastung und ein ständig übervoller Terminkalender führen oft dazu, dass sich Chefs mit ihren Mitarbeitern selten ungeplant, also meist nur in vorherterminierten Meetings oder Teambesprechungen sehen, wenn überhaupt. Häufig finden regelmäßige Kontakte auch nur zwischen bestimmten Hierarchieebenen statt. Das hat zur Folge, dass manche Führungskräfte nur noch einmal im Jahr, zum Beispiel im Rahmen der gemeinsamen Weihnachtsfeier, den direkten Zugang zu ihren Angestellten oder Arbeitern an der Basis finden. Dabei hat der persönliche Kontakt zwischen Chefs und ihren Mitarbeitern viele Vorteile. Die Methode, in manchen Managementbüchern als Management by Walking Around bezeichnet, führt Vorgesetzte regelmäßig an die Orte im Unternehmen, an denen die tatsächlichen Leistungen erbracht werden. Statt sich in Büros und Konferenzräume zurückzuziehen, suchen Chefs ihre Mitarbeitenden am Arbeitsplatz auf, laufen durch Produktions- und Lagerhallen und beginnen das direkte Gespräch. Allein ihre Sichtbarkeit vermittelt bereits eine oftmals schmerzlich vermisste Anerkennung und lässt die Akzeptanz des Vorgesetzten schnell wachsen. Ein informeller Kontakt ermöglicht ihnen den spontanen und direkten Austausch. Sie erfahren so schneller, an welchen Stellen genau ihren Mitarbeitern der Schuh drückt oder welche konkreten Probleme bzw. Nebengeräusche es in der Abteilung gibt. Die Vorteile einer Vor-Ort-Präsenz sind vielfältig. Die Mitarbeiter sind besser und schneller, weil aus erster Hand über grundsätzliche Vorgaben und Ziele des Unternehmens informiert. Dies stärkt deren Loyalität und Motivation. Der Gedankenaustausch über geplante Vorhaben mit denjenigen, die die Arbeit später ausführen, ist auch für das Management sehr fruchtbar. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst alle Abteilungen regelmäßig besuchen, um den Eindruck einseitiger Sympathie für bestimmte Unternehmensbereiche oder Personen zu vermeiden. Gehen Sie auch in Filialen oder entferntere Standorte, zeigen Sie sich robust und wetterfest und lassen sich auch bei den Mitarbeitern an beliebten und stark frequentierten Orten wie Kantinen, Brotzeiträumen oder auch Küchen blicken. Zeigen Sie ein Interesse an den Themen der Menschen und sprechen Sie neben unternehmensspezifischen Themen gelegentlich auch über Privates wie Familie, Urlaub oder Hobbys. Wichtig dabei, lassen Sie Ihre Mitarbeiter zu Wort kommen und hören Sie ihnen zu. Ihre Besuche sollten von Ihren Mitarbeitern weniger als Kontrolle verstanden werden, sondern als konkretes und ehrliches Interesse an deren Meinungen und Befindlichkeiten. Ihnen weiter viel Erfolg bei der Entwicklung zu noch mehr Mitarbeiternähe. Herzliche Grüße, Ihr Michael Friedrich.